Am 9. April 2010 besuchte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dirk Niebel in Johannesburg das nationale Büro von LoveLife, der südafrikanischen HIV- und AIDS-Präventionsorganisation für Jugendliche. Dem Minister und seiner Delegation wurde das Engagement von LoveLife im Kampf gegen HIV und AIDS und in der Jugendarbeit anhand von Musik, Theater, Tanz und Vorträgen präsentiert. LoveLife ist Südafrikas größte Nichtregierungsorganisation im HIV- und AIDS-Bereich. Das LoveLife-Programm wendet sich hauptsächlich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 19 Jahren. Diese Altersgruppe ist dem Risiko einer HIV-Infektion besonders stark ausgesetzt. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Südafrika mit HIV leben, ist weltweit die höchste. Der Deutsche Entwicklungsdienst unterstützt LoveLife bei seiner fundamentalen Arbeit mit 3 Entwicklungshelfern. Diese Experten aus Deutschland helfen bei der weiteren Professionalisierung von LoveLife in den wichtigen Schaltstellen der Organisation. Im ganzen Land hat LoveLife bisher 18 Jugendzentren aufgebaut. Diese Zentren stehen in Townships, informellen Siedlungen oft am Rande größerer Städte. Townships sind geprägt von hoher Jugendarbeitslosigkeit, oft unzureichender Strom- und Wasserversorgung und schlechten hygienischen Verhältnissen. Auch aus diesen Gründen sind die HIV-Ansteckungsraten in diesen informellen Wohnsiedlungen überdurchschnittlich hoch. Die LoveLife-Jugendzentren sind Anlaufpunkte für alle Jugendliche, aber auch deren Eltern oder Mitglieder in der Community, wenn es um Gesprächsangebote zu bestimmten Themen geht. Jugendliche haben hier die Möglichkeit, Programme zur Stärkung ihrer Rolle in der Gemeinschaft mitzugestalten, zum Beispiel Sport zu machen oder zu tanzen. Die Jugendlichen können in Debattierrunden und eigenen Radiobeiträgen ihre Ausdrucksfähigkeit erproben und erweitern. Insbesondere nach dem Schulabgang erwarten die Jugendlichen meist unsichere Zukunftsaussichten. Von daher ist in dieser Phase die Ansteckungsgefahr mit HIV besonders hoch. Eine Antwort von LoveLife auf diese risikobeladene Phase sind die sogenannten Groundbreaker. Über 1200 Groundbreaker werden zu HIV-Aufklärern und Jugendleitern ausgebildet und bekommen ein einjähriges Stipendium. As soon as you're chosen as a Groundbreaker, that means you are fit to mentor and train other people, you know. Die Groundbreaker suchen sich jeweils 5 Freiwillige, die sie selbst weiterbilden und beaufsichtigen. Gemeinsam mit den Freiwilligen bilden die Groundbreaker ein landumspannendes Netzwerk von 7000 Jugendlichen. In den Jugendzentren und in über 5000 Schulen, 800 Kliniken und anderen kommunalen Einrichtungen führen die Groundbreaker Aufklärungs- und Weiterbildungsveranstaltungen durch. Es geht um Gesundheit und Hygiene, Konfliktlösung, Stärkung der Persönlichkeit, insgesamt um die Weitergabe von Wissen und dem Engagement innerhalb der eigenen Community. Wie ein roter Faden zieht sich HIV und AIDS durch alle Programme. Insgesamt erreicht LoveLife mit den Groundbreakern in ganz Südafrika 1 Million Jugendliche im Jahr. Young people are trained to be motivators and mobilizers of other young people. So the main tool we're using is leadership development. That leadership then is translated into helping others, changing the life circumstances of oneself and others, and inspiring other people and generally being a role model. To preach, to love, life. Make you. Oh, good morning. You're still chilling with the one and only DJ Timon right here on LoveLife Radio. LoveLife ist durch eine weitreichende Medienkampagne in Radio, Fernsehen, dem Internet, einem Handyportal und einer eigenen monatlich erscheinenden kostenlosen Jugendzeitschrift präsent. Partnerschaft, Sexualität, Ansteckungsgefahr – das sind die LoveLife-Themen. Aber auch Familie, Ausbildung und Berufsberatung interessieren die Jugendlichen. Thank you for calling LoveLife. How may I help you? Im nationalen Callcenter beantworten 40 ausgebildete Berater in den 11 südafrikanischen Landessprachen Fragen zum Thema AIDS und übers Heranwachsen. Die kostenfreie Hotline wird von über 100.000 Anrufern im Monat genutzt. Im Schnitt findet die Hälfte der Groundbreaker nach ihrem Jahr bei LoveLife weitergehende Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Auch sinkt die Rate der HIV-Neuinfektion. LoveLife klärt auf, fördert den Dialog und zeigt Perspektiven auf. Die Jugendlichen werden darin gestärkt, über ihre eigene Zukunft nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Yeah, I believe I'm capable of doing anything. That's another thing that LoveLife helped me to discover, you know. It also helped me to have a great self-esteem. Mit dem Ansatz, HIV- und AIDS-Prävention mit nachhaltiger Jugendarbeit zu verbinden, macht sich LoveLife auch international einen Ruf.
Bundesminister Niebel erklärte, dass die Bekämpfung von HIV und AIDS in Zukunft eine sehr wichtige Rolle in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Südafrika sein werden und auch Love Life und damit die südafrikanischen Jugendlichen davon profitieren.